I
Dankeschön und herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass wir hier spielen können, jetzt schon zum zweiten Mal. Wir sind schon aufgewärmt und ja, ich weiß nicht, ob ihr es auch seid, aber wir haben ja schon ein Set gespielt hier im Stadtgarten. Und ja, wir freuen uns sehr, hier spielen zu können für euch. Das erste Stück hieß Lisboa, so wie die Stadt, inspiriert durch die Stadt. Dazu gibt es eine schöne Anekdote, also als dann ein der Betreiber des Hot Clubs in Lissabon auf der Jazz Ahead, das ist so eine Jazzmesse, wo irgendwie alle aus ganz Europa oder der Welt dann dahin pilgern. Er hat sich dann irgendwie dieses Stück auf der Messe angehört und meinte so, super Stück, aber mit Lissabon hat es eigentlich überhaupt nichts zu tun. Okay, für mich schon. Egal, auf jeden Fall war das das erste Stück. Und bevor wir weitermachen, stelle ich euch einmal die Band vor. Das ist Gerdur Gunnarsdóttir an der Geige. Gareth Lubbe an der Bratsche. Adrian Brendel am Cello. Hayden Chisholm am Altsaxophon. Matt Penman am Kontrabass. Und Jochen Rückert am Schlagzeug. Das nächste Stück heißt Don't Believe. Thank you.
Thank you.
Das war Playing the Game. Als nächstes ein das Titelstück dieses Programms, Rio Mar, inspiriert durch einen sehr schönen Ort in Katalonien im Ebro-Delta. Thank you.
Thank you.
Dankeschön. Das war Vacation Without Internet, basierend auf einer Anzeige von, ja, schon lange her, keine Ahnung, 8 Jahre her oder so. Damals konnte man sich das noch vorstellen, komplette Auszeit ohne Internet. Naja, vielleicht kann man immer noch machen, aber auf jeden Fall war das inspiriert dadurch. Davor haben wir gespielt Song for Bernard, oder Lied für Bernhard, ein Freund von mir, der leider viel zu früh gestorben ist. Und als nächstes ein Stück, was inspiriert ist durch einen Ausspruch von Duke Ellington, der gesagt hat, dass er, egal wo er ist, immer komponieren kann, Stücke schreiben kann, Arrangements schreiben kann, indem er sich mental von seiner Umgebung isoliert. Und das habe ich im nächsten Stück probiert und deswegen heißt das Mental Isolation.
Vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir kommen schon zum letzten Stück für heute Abend. Und bevor wir das spielen, möchte ich noch ein paar Ansagen machen. Zunächst mal möchte ich ein paar Leuten danken, allen voran dem Team von der Jazz Week, die unglaublich gute Arbeit gemacht haben und irgendwie, also in allen Belangen, also Promotion für das Festival, super technische Betreuung, super Organisation, immer super schnell geantwortet und das ist sehr, sehr angenehm. Und die Jazz Week ist auch dafür verantwortlich, insbesondere der, Kopf des Ganzen, Janning Truman, der mich gefragt hat, hey, könnten wir nicht das Rio Mar-Programm nochmal auf die Bühne bringen? Und ich habe gesagt, ja, also würde ich extrem gerne machen, aber es ist natürlich irgendwie nicht so einfach, also alle Leute zusammenzukriegen. Es ist sehr aufwendig und auch teuer und so. Und er hat es irgendwie, also die Jazz Week hat es geschafft, uns zusammenzubringen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und sehr glücklich, weil wir haben auch wirklich lange nicht mehr zusammengespielt. Und es ist eine extreme Wohltat, mit diesen Musikerinnen und Musikern auf der Bühne zu stehen. Danke an die Jazz Week als zuallererst, das ist ein Applaus wert. Und ihr werdet noch viele schöne Konzerte erleben, denke ich mal. Yeah. Ich möchte auch ganz herzlich danken dem Lukas Keller, der ist hier irgendwo im Publikum, dem großartigen Bassisten, mit dessen Band ich übrigens auch schon gespielt habe. Das war eine Wohltat, kann man nachhören, glaube ich, auf Deutschlandfunk oder ich weiß nicht, ob es noch online ist. Wir haben ein Konzert im Loft gespielt, das war Ende Mai. Und ja, unser Bassist Matt Panman seinen Kontrabass nicht aus den USA mitbringen konnte, war ich auf der Suche nach einem Kontrabass und habe Lukas angerufen und habe gefragt, hey, können wir vielleicht deinen Kontrabass leihen für 2 Tage? Und er war so nett, ihn uns auszuleihen. Danke, Lukas. Sehr, sehr cool von dir. Außerdem möchte ich noch Werbung machen für unseren Merch-Stand, den es draußen gibt. Also wir haben natürlich dieses Programm aufgenommen, übrigens in Köln, im Deutschlandfunk, in dem Kammermusiksaal des Deutschlandfunks, sehr, sehr schöner Saal. Und diese Aufnahme heißt Rio Mar und die haben wir veröffentlicht. Die gibt es als CD zum Beispiel zu kaufen. Aber wir als Route 70 Quartett feiern auch unser 20-jähriges Bestehen. Also letztes Jahr im Lockdown sozusagen sind wir 20 Jahre alt geworden. Und unser erstes Konzert als Route 70 war übrigens in Moers im Mai 2000, Pfingsten 2000. Und wir feiern das jetzt auch noch ein bisschen nach. Wir gehen auch dieses Jahr nochmal als Quartett auf Tour und so weiter. Auf jeden Fall gibt es eine Box, die wir produziert haben mit all unseren Alben, allen Noten, allen Videos. Und ein schönes Fotobuch, Videos und so weiter. Also es ist ein richtiges Edelprodukt. Genau, also das kann man auch noch kaufen. Dafür wollte ich Werbung machen. Und bevor jetzt wir das letzte Stück spielen, möchte ich nochmal einen herzlichen Applaus für meine Mitmusikerinnen und Mitmusiker Gerdur Gunnarsdottir hier an der Geige. Gareth Lubbe an der Bratsche. Adrian Brendel am Cello. Hayden Chisholm am Altsaxophon. Matt Penman am Kontrabass. Und Jochen Rückert am Schlagzeug. Das letzte Stück, was wir spielen, ist von einem Album, das wir genannt haben Fahrvergnügen. Das haben wir 2006 in New York aufgenommen. Und es heißt deswegen Fahrvergnügen, weil wir sind ja zur Hälfte deutschsprachig und zur Hälfte englischsprachig. Wir hatten einige Alben auf Englisch und dann haben die Englischsprachigen unter uns gesagt, jetzt brauchen wir mal einen Titel auf Deutsch. Dann kam Fahrvergnügen. Und von diesem spielen wir ein Stück, das heißt The Myth. Viel Spaß und schönen Abend und noch schönes Festival.
Dankeschön. Sie hört ein Konzert von Roots and Liquid Strings mit Gerdy Gunnarsdottir, Gareth Lubbe, Adrian Brandl, Hayden Chisholm, Matt Penman, Jochen Rückert, Nils Wogan. Dankeschön.